Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part! Wir spielen heute wieder im Anne Justin, das natürlich mit einem neuen Team. Nämlich, das Team besteht aus Relaxo, Mega Altaria, Gliscor, Cobalion, Suicune und Rotom in der Rasenmäherform. Wir spielen das Völlerei Relaxo mit Fluch, Body Slam, Recycle und Erdbeben. Und natürlich eine 50% Beere. Das Investment habe ich aus der Smogon-Analysis entnommen. Wird schon passen. Body Slam, einfache Step-Attacke, spielen wir einfach über Fassade. Dann spielen wir Erdbeben über Feuerschlag. Das wird etwas gegen Chandelure und Alola Knogger zum Beispiel haben. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Relax hat eine Schwäche. Und das ist der Kampftyp. Das wird abgedeckt mit Mega Altaria. Wir spielen Mega Altaria speziell offensiv mit Hyper Voice, Feuersturm, Eisstrahl und Roost. Wir haben genug Speed Investments, um voll investierte Base Speed, 60 Dot Speed zum Beispiel. Würden wir ein Primarina, was Full Speed investiert ist, outspeeden. Es ist halt so viel Speed Investments. Mäßiges Wesen. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Gliscor, Stahlbrücke, Gliscor mit Schwertanz, Erdbeben, Fassade, Roost, man kennt es, man liebt es. Kommen wir zum nächsten Pokémon, Cobalion. Cobalion spielen wir mit dem Beulenhelm, Tarnsterne, Close Combat, HP Ice und Volt Switch. Das Spread von Cobalion ist ein wenig komisch, aber ich erkläre ihn euch mal. Wir haben genug Spezialangriff in der Westman, um mit HP Eyes Gliscor zuschotten, auch wenn es voll speziell defensiv ist. Dann haben wir natürlich Full Speed, um mit gegnerischen Kobalien zum Beispiel zu speedtunen und noch ein bisschen Angriff, um mit Close Combat mehr Schaden zu machen und natürlich noch in KP, um mehr Puls zu haben. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Physisch defensives Crocune mit Call Mind, Rest, Sleep Talk, Siedewasser, aber nicht mit den Überresten, sondern mit Water EMC, um den Set Siedewasser raushauen zu können, der jeden Pokémon eigentlich Schaden machen soll. Wir haben genug Speed Investment, um ein paar Pokémon zu outspeeden. Zum Beispiel Base Speed 70 mäßig, glaube ich, war es so. Auf jeden Fall spielen wir Water EMC über Lefties, einfach weil wir keinen anderen C-User haben im Team. Cobalion vielleicht, aber der Beulenhelm, denke ich, ist schon okay. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Choice Scarf Rotom in der Rasenmäherform. Ich wollte noch einen Cresselp haben, der auch noch Volt Switch hat. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Defogger. Da hat sich einfach Rotom Mow angeboten. Mit Volt Switch, Leafstorm, Defog, Trick, voll offensiv. Das war's der Team Preview. Such mir mal einen Gegner. Leute, wir haben einen Gegner gefunden. Hippodon, Volcanion, Tentacruel, Scaraborn, Aerodactyl, Raikou, wahrscheinlich ein Mega Aerodactyl. Und ja, wenn das Volcanion weg ist, kann Suicune etwas machen. Als Pirate ist es auch immer gut, als ist das vollkommen okay. Relaxo ist gut, wenn Scaraborn weg ist. Wir werden mit Gliscor brauchen wir für Scaraborn. Er wird mit Raikou oder Hippowdon leaden. Wir werden mit Rotom Wash leaden. Ich denke, das ist der beste Lead hier. Und unser Gegner fängt mit Raikou an. Wir gehen auf Volt Switch. Er kann uns nicht one-shotten, wir sind schneller, also ist er nicht gechoice-craft. Und wir gehen jetzt einfach mal in Relaxo, unsere in Anführungszeichen speziell Defensive Wall Substitute. Dafür haben wir Body Slam, Body Slam zerstört den Sub. Erdbeben, auf Erdbeben gehen wir noch nicht. Erst in der nächsten Runde, denn vielleicht, er geht in Heracross, okay. Parablis, schade. Wir gehen in Gliscor. Close Combat macht keinen Schaden. So.
Er wird rauswechseln in Aerodactyl, nehme ich an. Und deshalb gehen wir in Altaria. Volcanion, beide Steps resistieren wir, als können wir safe auf Hyper Voice gehen. Das ist perfekt. Okay, Sludge Wave, das vergesse ich immer. Aber nun gut, egal. So, wir gehen in Relaxo in unsere speziell Defensive Wall. Kein Poison, danke. Wir gehen auf Erdbeben. Das wird der Play hier sein, er hat Erdbeben noch nicht gesehen, also kann er in Tentoxys reinwechseln. Er geht in Hippodon, okay. Wir gehen jetzt in Altaria, um zu roosten, um uns zu recovern. Er geht auf Toxin, egal, wir gehen auf Roost. Dass wir einfach über 50% haben. Hippodon, Toxic, Slack Off, Erdbeben und Stealth Rock wahrscheinlich. Also hatte kein Wirbelwind im Set, sehr gut zu wissen. Tentacruel, wir gehen in Rotom oder gehen in Cobalion. Wir gehen in Cobalion. Scald, bitte kein Burn. Jawohl. So, wir gehen auf die Rocks. Die Rocks sind sehr gut gegen sein Team und weil er oft rauswechselt, sollen wir auch die Rocks rausbringen. Siedewasser verbrennt uns nicht. Wir gehen auf Bolt Switch. Leider haben wir keinen Geist. Typus im Team. Volt Switch macht sogar guten Schaden. Wir gehen in Rotom und gehen auf Volt Switch wieder. Oder gehen wir auf Trick Nan. Choice auf Rotom outspeedet Mega Aerodactyl, also brauchen wir es noch safe. Volt Switch macht guten Schaden. Wir gehen in Snorlax. Er geht auf Rapid Spin. Wir gehen jetzt mal auf Erdbeben, um das Tentacruel rauszunehmen. Wenn er uns verbrennt, ist das egal. Diesen Kampf soll Snorlax einfach als Pivot seinen Job erfüllen. Hippodon. So, wir werden jetzt in Gliscor wechseln. Hoffentlich hat er keinen Wirbelwind. Aber wenn er die Rocks hat, dann kann ich es mir nicht vorstellen. So, wir gehen auf Fassade. Wenn er rauswechselt, wird die Fassade jedem Pokémon guten Schaden zufügen. Eisfang wird er wahrscheinlich auch nicht im Set haben. Ich stelle mir so vor, dass er Toxin, Erdbeben, Slack Off und Tarnsturm im Set hat. Ah, der Schaden ist okay. Brauchen wir Cobalion? Wir gehen jetzt einfach ins Weakhoon. Und unser Gegner geht auf Eisfang. Okay. Wir predicten das rauswechseln und gehen jetzt einfach mal in Cobalion. Wenn er auf die Steinkante geht, die tanken wir. Hat er Erdbeben in dem Set? Wir gehen in Gleiskopf, sehen, ob er Erdbeben im Set hat. Er hat Erdbeben im Set. Wir gehen in Cobalion, predicten, dass es auf Eisfang geht und dann bekommt der Rocky Helmet Schaden. Natürlich werden wir gefreezed. Wow. Also werden wir hier jetzt unser Cobalion opfern. Wir gehen aber nochmal auf die Rocks. Er geht in Raikou. Cobalion, bitte tau auf. Schade. Wir gehen in Snorlax. Nicht, dass es sich mit Gedankengut Setup, das wollen wir verhindern. Delegator, wir gehen auf Body Slam. Und Call Mind, egal. Wir gehen auf Erdbeben, das wird safe ausreichen. So. Er kann auf Z-Hyperstrahl gehen oder auf Donnerblitz. Okay, er trägt Überrest, egal. Erdbeben besiegt es fast. Donnerblitz macht keinen Schaden. Wir gehen auf Recycle zum Notfall, wenn er es rauswechselt. Wollen wir unsere Beere behalten? Wir gehen auf Erdbeben, das wird das Raikou rausnehmen. Er geht auf Call Mind. Hat wahrscheinlich predicted, dass wir auf Curse oder auf Recycle gehen, sonst kann ich mir nichts anderes vorstellen. Heracross, dafür haben wir natürlich unser. Ich wollte in Gliscor gehen, nicht in Altaria, egal. Dann gehen wir auf Hyper Voice und opfern hier jetzt Altaria, denn das Pokémon können wir auch nicht mehr gebrauchen. Wir können dem Tentacruel wenigstens noch etwas Schaden zufügen. Mehr aber auch nicht mehr. Giga Train, lull. Wir gehen in Gliscor und gehen auf die Fassade. Es reicht aus, um das Tentacruel zu besiegen. Perfekt, hier steht 5 zu 4 für uns.
So, was wird der Gegner hier wohl jetzt tun? Er geht in Volcanion. Wir sind schneller, aber wir werden jetzt Volcanion opfern. Das ist der Play hier. Steam Eruption. Wir gehen in Rotom und gehen auf Leafstorm. Wir können dem Volcanion guten Schaden zuzufügen und er ist nicht gespext. Haben wir das Game gerade weggeworfen. Wir gehen in Gliscor, gehen auf die Fassade. Okay, diesen Kampf können wir dank Suicune noch gewinnen. Alles in Ordnung. Aerodactyl, wir gehen in unser Relaxo. Wir gehen auf Recycle. Stone Age wird nicht so viel Schaden machen. Hoffentlich. Wenn in Heracross geht, wechseln wir einfach safe in unser Gliscor. Stone Age trifft auch nicht immer, also. Er geht in Heracross. Okay, Gliscor. Choice Band Fassade macht auch keinen Schaden. Choice Band Knockoff auch nicht. So, was wird unser Gegner tun? Knockoff. So, wir gehen auf die Fassade. Das wird jedem Pokémon Schaden zuzufügen. Er geht in Hippowdon. So, jetzt wollen wir sehen, ob er Wirbelwind im Set hat. Wenn er Wirbel nicht im Set hat, hat Gliscor diesen Kampf, denke ich, gewonnen. Und Starthrock. Ja, jetzt verstehe ich Wirbelwind nicht im Set, denn auf Hippowdon spielt man eigentlich immer Snakeoff. Aerodactyl. Weg in den Snorlax. Wir wollen safe bleiben. Wir müssen safe bleiben. Das ist das Mindeste. Ice Fang macht keinen Schaden. Wir gehen auf Recycle wieder oder. Wir gehen auf Body Slam. Er crittet auch noch. Wow. Wir gehen auf Suicune und gehen auf Z-Siederwasser. Ja, er verliert jetzt ein Pokémon. Welches wird es wohl sein? Er verliert jetzt den Heracross. Interessant. So, jetzt steht es 2 zu 2. Wir gehen auf Seedwasser. Oder wir gehen jetzt den Gliscor. Das ist der Play hier natürlich. Und gehen auf Fassade. So. Fassade macht gar keinen Schaden. Flag off. Wir gehen auf Schwertanz. Er darf halt jetzt nicht rauswechseln. Wir gehen auf Fassade. Das müsste eigentlich das Aerodactyl vielleicht killen. Bitte knock Aerodactyl raus. Fast. Aber du wirst schon einen Ice Fang tanken oder auch nicht. So, Suicune, eine Stone Age tanken wir, es darf erst kein Crit kommen, das wäre sehr schlecht. Und wir werden einfach auf Siederwasser gehen, wir können nichts anderes tun. Heracross ist zum Glück weg, Stone Age macht keinen Schaden. Wir gehen jetzt einfach auf Sleep Talk, er kann nur mit Erdbeben und Schaden zufügen. Und das wird jetzt keinen Schaden machen. Sleep Talk, Rest, Erholung. Und ich würde mal davon ausgehen, dass wir diesen Kampf erst 1 zu 0 gewinnen werden. Außer crittet es dreimal hintereinander und wir bekommen nie Gedankengut oder Siedewasser. Siedewasser, perfekt, Burn, schade. So, Sleep Talk wieder. Ein Crit. Earthquake könnte uns rausnehmen. Dank dem Sandsturm. Wenn das jetzt kommt. Wow, Leute. Ich habe es irgendwie prophezeit. Wow. Wir haben mit 2 KP überlebt. Lol. Wirklich einfach nur lol. So, Sleep Talk wieder. Ihr darf halt keinen Crit bekommen. Wow, mit 2 KP überlebt. Einfach nur wow. Wir können es fast one-shotten. So, Sleep Talk wieder. Diesen Kampf haben wir safe gewonnen.
So. Auch wenn wir Stilwasser nicht bekommen, in der nächsten Runde können wir ihn besiegen. Und mit EQ Crit kann uns nicht rausnehmen. GG. Diesen Kampf haben wir 1-0 gewonnen. Es war ein spannender Kampf, muss man sagen. Zum Glück hat am Ende Suicune geklärt. Und Leute, ich will mal sagen, ich werde den nächsten Gegner suchen. So Leute, wir haben einen neuen Gegner gefunden. Er hat Squarko, Latias, Akron, Silvio, Kappelt und Vulcane. Warum hat der Gegner immer eine Vulcane-Wanne, wenn ich einen Suicune im Team habe? Schade. So. Wir werden mit Gleisko leben. Wir gehen einfach in Altaria. Was will Vulcanion gegen Altaria tun? Steam Eruption? Egal. So. Wir gehen auf Eisstrahl. Sludge Wave. Das macht mir zu viel Schaden, dieses Mon. Wir gehen ins Suicune. Haben wir Altaria jetzt schon weggeworfen? Wir gehen auf Call Mind. Und Snorlax bekommt auch guten Schaden. Prelim. Wir gehen in Altaria. So. Spore. Wir megen uns und gehen auf Bruce. Das wird unser Sleepwater sein. Vielleicht tanken wir eine Attacke. Schwertanz. Hoffentlich wachen wir jetzt auf in Fragezeichen oder gehen wir gehen in Gleisgor. Das war jetzt nicht so gut von mir. Ja, so viele Missplays habe ich gerade gemacht. Er wird hoffentlich nicht Mag Punch im Set haben. Gehen wir auf Roost oder auf Fassade? Wir gehen auf Fassade. Ja, so viele Missplays habe ich gerade gemacht. Machen die Kabels wenigstens noch Schaden. So. Wir gehen jetzt in Kobalium und gehen auf Close Combat, um das Prelim rauszunehmen. HPS müsste eigentlich auch ausreichen, kann das sein? So, jetzt kalten wir Cobalium, Custom Set und Prelim. Prelim. Auf Level 100 voll Offensive, HP Ice, killt nicht, Close Combat killt, also müssen wir auf Close Combat gehen und wir können Prelim rausnehmen. Perfekt. Prelim countert Relaxer, Suicune, Cobalium. Also, ja, nicht so gut. Egal. Aber Prelim hat uns guten Schaden zugefügt. Aber ich habe auch schlecht gespielt in den ersten paar Runden. Muss man auch dazu sagen. Aber nun gut. Er wird jetzt in Gleisgor gehen und wir wechseln raus. Akron, wir wechseln trotzdem raus in Snorlax wird unser Matchwinner sein. So, wir gehen in Altaria, Opfer Altaria. Hol die Rocks raus, er roart. Holen wir auch die Rocks raus für das Vulcanion oder wir gehen auf Close Combat. Wir haben jetzt nicht wirklich irgendetwas gegen Mega Stolos und er geht in Sylveon. Wir gehen auf Volt Switch und gehen dann in Altaria. Wir gehen jetzt einfach mal in Altaria. Hyper Voice. Ja. So, Suicune, du bist schneller als Sylveon. Hoffentlich. Call Mind. Bitte sehr, kein Offensives. Sonst sieht es nicht so gut für uns aus. Ist das ein Offensives oder ein Defensives? Sylveon, wie spielt man Sylveon in der 7. Generation? Sylveon, Yu-Yu, Cleric, physisch, defensiv. Okay. Okay, wir müssen einen AP-Stallwall gegen Vulcanion führen. Dann machen wir das mal. Er vergiftet uns auch.
Sehr schön, wirklich sehr schön. Aber egal, wir haben Sleep Talk, wir haben Erholung im Set, also wenn wir diesen AP-Kampf gewinnen, und den müssen wir auch führen. Und wenn Speak und diesen AP-Kampf gewinnen, haben wir gewonnen. Auch wenn das vielleicht jetzt ein wenig langweilig sein wird, aber nun gut. Gehen wir auf Sleep Talk oder wir gehen auf Call Mines. Er geht den Gleichscore. Okay, wir gehen einfach auf Sleep Talk. Was wird unser Gegner wohl tun? Schwätzen. Bitte mach auf und geh auf Seedwasser. Bitte Seedwasser. Perfekt. Skorkrus down. Perfekt. Er kann vielleicht jetzt mit Latias uns tricken, aber das wäre uns vollkommen egal. Denn wir haben ja den Water EMC. Mega Aggron. Was willst du? Hydro Vortex. Weg mit dir, Stolos. Weg mit dir. Wir sind auf plus 2. Z-Scroll. Weg mit dir. Oder du tankst jetzt aktuell speziell defensiv bist und roarst uns raus. Aber wir können auf Ball Switch gehen, dich killen und dann gehen wir einfach in Cobalion wieder. Perfekt, so. So, oder wir gehen jetzt einfach in Suicune wieder, egal. Warum nicht? Den AP-Kampf gewinnen wir gegen Volcanion und das ist die Macht von Suicune. Krokune. Latias, was willst du? Call Mind. Egal, wir gehen einfach auf Call Mind. Trick funktioniert nicht, weil wir Water EMC haben. Sehr schön. Yes. Okay. Ja, Suicune ist in diesem Part der MVP, das Most Value Pokémon. Würde ich schon mal sagen. Oh, er schreibt sogar in den Chat, oh fuck. Und dann noch ein Smiley dazu. GG, man, okay. Wahrscheinlich gibt er den Kampf gleich auf. Der Gegner hat den Kampf aufgegeben. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann, ciao.